Wir sind Vanessa und Ina und wir sind verheiratet. Heute machen wir einen Test und zwar einen Fruchtbarkeitstest. Dieser Test ist auf zwei Teile aufgegliedert, denn wir werden den Test jetzt machen. Und in ein paar Tagen, wenn wir weiterfilmen, wenn wir die Ergebnisse erhalten haben, denn die Ergebnisse dauern 3 bis 5 Tage. Wir haben uns den Test online bestellt. Der ist sehr teuer gewesen. Ich will mal ganz kurz schauen, wie viel der gekostet hat, weil das war nicht günstig, ne, glaube ich. Nee, das war schon relativ kostspielig und wir sind ja auch auf die ein oder andere Herausforderung gestoßen. Ich habe für den Test sehe ich gerade 119 Euro ausgegeben für einen Test. Also ich bin gespannt, ob sich das Ganze lohnt und es jetzt nicht nur ein Gag oder sowas ist. Und wir haben schon gemerkt, wie Lugo gerade gesagt hat, wir kamen auf ein paar Herausforderungen. Man muss sich zuerst eine Abholung buchen, damit diese Blutprobe, das ist nämlich eine Blutprobe, das wusste ich auch nicht, direkt abgeholt wird. Dann muss man das quasi zwischen dem 3. und 5. Tag nach dem Einsetzen der Periode. Also das ist wirklich ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Ich hoffe, wir machen alles richtig und ich hoffe, dass die Ergebnisse auch cool sind und dass sich das lohnt. Ne? Genau, aber ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange, sondern machen direkt mal los. Der Test sagt aus, ob man fruchtbar ist. Also dieser Test ist angeblich für alle Menschen, die Kinder wollen. Es sind aber auch Frauen spezialisiert, wo man seine Fruchtbarkeit testen kann, ob man fruchtbar ist. Und weil wir ja bald unseren Kinderwunsch starten wollen, dachten wir, es ist eigentlich eine coole Idee, mal zu schauen, wie fruchtbar man ist. Ne? Genau. Ob das klappt oder ob es vielleicht welche Probleme gibt. Ne? Haben wir saubere Hände? Sollen wir die nochmal lieber desinfizieren? Ich machen wir. Warten kurz hier. Hier ist übrigens so ein Kit drin, bestehend aus... Wartet. Ein Serumröhrchen, Pflaster, Alkohol, Tupfer, Zellstofftupfer und Lanzetten. Ich habe ein bisschen Angst, ich habe halt allgemein Angst vor Blutabnehmen oder sowas und dann jetzt auch noch, das ist irgendwie nicht so meins. Da habe ich jetzt schon gar keine Lust drauf. Was steht extra dabei? Also Hände, das ist hier. Steht extra dabei. Es ist nur ein kleiner Pieks, du musst keine Angst haben. So, lege alle Bestandteile des Tests auf den Tisch vor dir hin. Dann muss ich hier eintragen, wie viel Uhr wir die Blutabnahme gemacht haben. Bobo, du sollst jetzt diesen gelben Deckel von diesem Serumröhrchen entfernen. Und damit das Röhrchen stabil auf dem Tisch steht, kannst du es mit dem unteren Ende in den Deckel stecken. Halte die Hand für 2 Minuten unter sehr warmes Wasser. Schwinge deinen Arm damit, bis du das Blut in deinen Finger spürst. Über die Hand, oder? Mir ist das egal. Ich nehme die linke Hand. Ach, guck mal, hier ist nochmal ein Tupfer dabei. Okay, Schatz, erklär mal, was du jetzt machst. Von dieser Lanzette wird jetzt gleich der Deckel entfernt, da ist keine Nadel oder so zu sehen. Und dann wird das auf den Finger gehalten und reingepiekst. Nessie hat ja gerade das gemacht, du wirst jetzt deinen Finger machen. Wie soll ich ein Kind gebären, wenn ich Angst habe vor einer Lanzette? Welcher Finger? Ich will den Zeigefinger. Oh Gott, ich kann nicht hingucken. Wir zeigen euch das bewusst nicht, weil manche Leute können kein Blut sehen, wie ich zum Beispiel. Und das ist vielleicht nicht so angenehm, deswegen stelle ich einfach vor, dass ich jetzt einen Pieks bekomme. Und dann dieses eine Röhrchen befüllen muss, was echt, kannst du mal jetzt kurz, sehr viel ist. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, es ist wirklich viel. Mann, warum muss ich das eigentlich machen? Wer hat eigentlich mit Zeigefinger seinen besten sein, habe ich gehört. Okay, ich habe mir dieses komische Blutgefäß. Jetzt musst du es da reinhalten, ne? Ich glaube, ich sollte stehen. Warte mal, bitte nicht so wackeln. Okay, Leute, wir haben es jetzt geschafft und das Röhrchen befüllt. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten. 3 Finger. Ja, weil nicht genug rauskam eben. Oh. Leute, das ist für mich gerade nichts gewesen, war so eine Tortur gerade für mich. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht nachempfinden könnt, aber für Leute, die vielleicht kein Blut sehen können oder auch für Leute, die dann, ich habe da einfach sehr große Angst vor so Blut abnehmen und so. Ich habe gerade voll Panik bekommen. Also ich hoffe, dass es sich jetzt gelohnt hat. Ja, das liegt ja auch daran, ich habe jetzt damit keine Erfahrung. Es wäre gelogen, wenn ich sage, ich habe schon x-mal gemacht, ich habe keine Erfahrung. Ich habe wirklich versucht, alles ganz toll zu machen und nicht so schmerzhaft. Aber nee, hast du sofort gemacht. Guck mal hier. Hauptsache, es hat sich auch gelohnt und man kriegt ein Ergebnis jetzt, sondern dass ich das jetzt nicht umsonst gemacht habe. Wir verpacken jetzt alles, dann wird das Ganze heute noch abgeholt mit der Post und dann werden wir euch auf dem Laufenden halten, wenn es wieder da ist, also wenn wir das Ergebnis haben. Wie gesagt, 3 bis 5 Tage werden wir jetzt warten und dann könnt ihr auf 2 Tage... Dann könnt ihr auf Teil 2 gespannt sein. So, dann sehen wir uns, wenn die Ergebnisse wieder da sind. Bis dann. Bis dann. So Leute, es ist jetzt 2 Wochen her, seitdem wir das erste Video gedreht haben. Und die Ergebnisse sind schon über eine Woche da. Wir haben es aber durch die Hochzeit nicht geschafft, mal reinzuschauen. Also ich hab die PDF geöffnet. Es waren super, super viele Seiten. Und habe das überflogen und dann wieder zugemacht, weil ich dachte, wir machen das einfach gemeinsam im Video. Weil man dafür Zeit braucht, Leute, es sind 22 Seiten. Die werden wir euch jetzt alle vorlesen, Wort für Wort. Also schön dran. Ja. Nein, wirklich ein Spaß.
können jetzt mal in Ruhe reingucken, was sozusagen rausgekommen ist. Also wir haben die E-Mails geöffnet, da steht erstmal deine Fruchtbarkeit und deine Ergebnisse. Und ganz am Anfang kommt erstmal so meine Grunddaten, da ist mal mein Alter und mein BMI. Also das blenden wir euch hier so mal ein, was da so rauskam. Und zwar sieht man schon bei meinem Alter und bei meinem BMI, das ist alles im dunkelgrünen Bereich. Das bedeutet, dass der Einfluss auf meine Fruchtbarkeit positiv ist. Wenn es so hellgrün ist, bedeutet das leicht negativ und weiß bedeutet negativ. Das heißt natürlich nie, also denke ich jetzt mal, dass man nicht schwanger werden kann. Einfluss ist angeblich dann quasi verringert oder halt negativ. Hier steht auch, die Ergebnisse können dir helfen. Ja. Und es ist halt eine Erklärung nochmal zu den Ergebnissen da, aber da steht jetzt nicht, wenn irgendwie was nicht ist, dass es ausgeschlossen ist, schwanger zu werden. Ja, also auf jeden Fall ist mein Alter, mein BMI auf jeden Fall anscheinend super duper. Und dann kommt auf der nächsten Seite schon die Hormone, die dann auch nochmal in den anderen Seiten richtig beschrieben werden. Aber ich würde sagen, wir sagen jetzt einfach mal so ein, zwei Sätze dazu und was dann rauskam. Okay, wir haben jetzt hier einmal das Anti-Müller-Hormon. Ja. Dabei das AMH-Hormon gibt eine Aussage über deine Eizellreserve im Verhältnis zu deinem Alter. Also wie viele Eizellen ich quasi habe, ne? Mhm. Und deiner ist genau im Normalbereich. Also guck genau da, wo es grün ist. Ihr seht es auch, ist auch dein Bereich. Nicht schlecht. Bei 2,11. Keine Ahnung, was das richtig bedeutet, muss ich ehrlich sagen. Dann Progesteron. Das bereitet die aufgebaute Gebärmuttersteinhaut für die Einnistung einer befruchteten Eizelle vor. Und da liegt man aber 0,31. Ist also auch im grünen Bereich. Also richtig drinnen, inmitten im Grün. Also ist da alles so viel. Weiter geht's mit dem FSH. Das ist das Hormon, was für die Eizellreifung am Anfang, was für die Eizellreifung verantwortlich ist. Und diese soll am Anfang des Zyklus angeregt werden. Die ist bei 4,9. Hier seht ihr die Einheit. Ist aber super. Also ist im grünen Bereich, Buchchen. Also ich sehe schon, auch die letzten drei gibt es einmal noch LH, Estradiol, ich hoffe, ich spreche das richtig auf, und Prolaktin, und das ist bei mir auch alles im Normalbereich. Also anscheinend bist du sehr fruchtbar, oder? Also nicht ich weiß, heißt, dass du fruchtbar bist. Genau, ganz normal. Das heißt nicht, dass ich total fruchtbar bin oder gar nicht, aber es ist einfach normal. Der Test hat jetzt insgesamt 6 Hormone gemessen und dann quasi noch mein Alter, mein BMI unabhängig davon betrachtet und quasi die Ergebnisse vom Blut mit denen von anderen Frauen verglichen in meinem Alter. Und jetzt demnach wurden dann quasi daraus Ergebnisse vorbereitet. Und was hier auch direkt steht, ist, dass alle meine Hormonwerte im Normalbereich von meinem Alter sind. Also es sind erstmal super Neuigkeiten. Aber da steht auch direkt, dass die Fruchtbarkeit sich quasi im Laufe des Lebens verändern kann und dass man den Test dann nochmal wiederholen könnte. Aber Leute, das Ergebnis ist, bei mir ist angeblich alles im Normalbereich. Ja, das ist ja dann im Normalbereich. Die haben ja dein Blut bekommen. Ja. Das war so eine Tortur. Jetzt wollen wir mal ganz kurz am Ende noch was dazu sagen, ob wir diesen Test weiterempfehlen würden oder nicht. Also, ich weiß nicht, also ich habe den Test da gemacht und du hast mir dabei geholfen und ich fand es total schrecklich. Ich weiß nicht, wie es für dich war als Helfer. Also das Ding ist, mir tat es auch leid. Also da war ja so ein Piekser dabei, also mehrere Piekser. Gut, dass es mehrere Piekser waren, weil es kam, also wir haben es so vorbereitet, wie da stand. Da waren wir mit Wasser warm machen, Arme warm machen oder kalt oder frag mich nicht. Jedenfalls haben wir genau die Schritte befolgt, aber aus dem Finger, sorry, wer das nicht hören kann, aus dem Finger kam aber halt nicht genug Blut raus. Und dann mussten wir den anderen Finger auch noch pieksen, war aber auch nicht so. Und jedenfalls waren dann alle 4 Finger, ne, bei dir durchpiekst. Ja. Und das auch, war auch irgendwie, also wir haben alles mit dem Alkoholtuch gemacht und getan, aber trotzdem war es für mich irgendwie komisch, so mit Blut einfach rumzuhantieren. Ich habe kaum Erfahrung, nee, nicht kaum, ich habe keine Erfahrung. Ich hätte alleine machen können, aber alleine hätte ich es überhaupt nicht hinbekommen. Ja, es war halt schwer, auch das Blut genau das Röhrchen zu bekommen. Also es war relativ kompliziert, also ich weiß nicht, so Dinge mit Blut, ob ich mich jetzt da nochmal rantrauen würde oder ob ich dann wirklich eher zu einer Praxis gehen würde und darum bitten würde, dass sie es halt machen, weiß ich nicht. Also ich bin irgendwie unsicher, ob das so richtig war, wie wir das gemacht haben. Also ob es gut war, wie wir es gemacht haben. Ja, also ich fand den Test auch viel zu teuer, muss ich sagen. Die Zeit war gut, nachdem man die Ergebnisse bekommt, es war wirklich nach einer Woche da. Und ich finde es jetzt auch schön, dass ich weiß, bei mir ist alles im Normalbereich, ne, hätte ja auch anders sein können.
Aber war eher so eine Spielerei, würde ich sagen. Ist cool zu wissen, dass man sich damit mal auseinandersetzt, weil wir jetzt gerade in diesem Thema sind. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt meiner Freundin empfehlen würde, diesen Test zu machen. Leute, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Falls ihr noch irgendwelche anderen Tests kennt, die wir unbedingt mal ausprobieren sollen oder die einfach cool sind oder so oder witzig oder ich weiß nicht. Wo wir keinem irgendwie Blut abkratzen müssen, bitte. Auch nicht mir. Dann schreibt es unbedingt mal in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, am Freitag um 11 Uhr ist unsere letzte Podcast-Folge online gegangen. Da ging es um die meistgestelltesten Hochzeitsfragen. Also hört sehr, sehr gerne rein. Wir würden uns sehr freuen und sonst bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.